Es tut mir doch einfach wirklich unendlich leid. Du bist die wichtigste Person und ohne dich komme ich einfach nicht klar. Ich habe einfach Angst, dich zu verlieren und ohne dich bin ich auch verloren. Wir sehen uns dann später nochmal zu der anderen Probe. Ne? Alles klar. Hey. Und? Ich bin begeistert. Die Sonderprobe gestern jetzt rausgehauen, ne? I think so. So viel Leidenschaft und Feuer habe ich ja zwischen euch beiden noch nie gesehen. Ich wusste, wir kriegen das wieder hin. Ja, wirkt fast wie ein echtes Paar. Also wirklich, ich bin wirklich begeistert. Vielen, vielen Dank, dass ihr es trotz eurer Meinungsverschiedenheit noch hingekriegt habt, ne? Echt. Ich bin so froh, dass das wieder klappt. Ich auch. Ich bin auch echt froh und ich will auch echt gar nicht mehr nachtragend sein oder so. Ich weiß nicht, dass du mir eigentlich nie was Böses wolltest, deshalb, ja. Voll schön, dass alles wieder cool zwischen uns ist. Ja. Aber ich bin auch echt froh, wollte ich dir nochmal sagen, weil du bist mir auch echt wichtig so als Kumpel und ja. Ich weiß halt, dass du, also dass ich dir eigentlich vertrauen kann. Ich muss jetzt los. Aha. Wir sehen uns dann später zur Probe. Dann nochmal mit allem drum und dran, mit Musik und so. Und ja, ich muss jetzt noch was mit dem Direktor klären, beziehungsweise Grünbett. Und freue mich dann auch später. Bis später. Ich gehe jetzt auch direkt zur Mathe. Ich würde sagen, wir sehen uns auch einfach heute Abend, oder? Ich freue mich drauf. Ich auch. Ciao. Ich glaube, ich verliebe mich gerade wieder volle Kanne in Cleo. Vielleicht habe ich ja doch noch mal eine Chance bei ihr. Hey. Mann, ey. Da bist du ja endlich. Ich habe schon gedacht, du kommst nicht mehr. Kannst du mir sagen, warum ich jetzt hingeflitzt bin? Hast du Sehnsucht oder was? Natürlich habe ich keine Sehnsucht. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, wie ich Cleo davon überzeuge, dass vor anderthalb Wochen, dass das ein Missverständnis war mit uns beiden. Ja, aber... Dass wir nichts miteinander hatten. Ja, war halt scheiße, ne, dass sie da reingeflatzt ist. Wir hatten ja nur ein bisschen Spaß mit den Pillen, aber kannst du jetzt nichts machen? Das soll sie nicht wissen. Egal. Nicht glauben. Hast du nicht Bock, heute was zu starten? Wieder? Nein, ich hab keinen Bock. Ich will Cleo zurück und dafür brauche ich deine Hilfe. Am Freitag habe ich sie schon was um den Finger gewickelt. Aber dann hat mich die Frage außer Konzept gebracht, warum du denn halbnackt in meiner WG standest. Ja, und dann wusste ich nicht mehr weiter und dann... war sie auch schon wieder weg. Also willst du von mir, dass ich mir jetzt eine Story ausdenke? Nee. Ja, natürlich. Ich brauche deine Hilfe. Du kannst sie noch irgendwie überzeugen. Du kriegst meine Hilfe. Für 300 Euro werde ich mir eine richtig krasse Story überlegen, die die Langeweile schon fressen wird. Und dann hast du wieder freie Bahn. 300 Euro. Kein Problem. Hast du noch irgendwelche Wünsche? Ganz ehrlich, Luca, mir kann das egal sein. Wenn dir das Cleo nicht wert ist, dann, ne? Hey. Cleo ist mir das wert. Ja, es... Okay, du kriegst deine 300 Euro. Geht aber das doch. Muss krass werden. Das wird krass. Hey, was machst du denn hier? Hi, Sam. Ich gehe noch mal die Schritte durch und will ein bisschen proben für die Probe gleich, damit die Probe gleich sauber über die Bühne geht. Aha, okay. Aber was machst du hier? Ist es nicht noch ein bisschen früh für dich und die Abendprobe? Ja. Ich bin der Einzige hier. Das Gespräch mit dem Direktor hat doch ein bisschen länger gedauert als gedacht und jetzt lohnt es sich nicht mehr nach Hause zu gehen. Und da dachte ich, ich check hier nochmal die Lichter und wegen der Bühne so ein paar Sachen. So, cool. Ja, und du? Ich bist hier quasi am Proben, weil du Musical so liebst, ne? Hey, ja, damit der Text gleich sitzt und ich die Schritte drauf hab. Okay. Und du denkst, ich nehme dir das ab. Ich check Augen nicht. Kopf, ne? Worauf willst du hinaus? Ich habe auch Augen im Kopf. Ja, dieses Knistern zwischen dir und Cleo. Das habe ich doch gut bekommen. Und du kannst mir erzählen, was du willst, aber du hast noch Gefühle für sie. Auch wenn du es letzten Freitag abgestritten hast. Sam, wie soll ich sagen? Immer wenn ich Cleo anschaue, dann kommen in mir diese Gefühle vom letzten Sommer hoch. Da war ich nämlich total verknallt in sie und... ich weiß nicht. Cleo hat mich da einfach verletzt. Sie hat mir das Herz gebrochen und ist mit Luca zusammengekommen. Und ich habe Angst, dass das wieder passiert. Ja, verstehe ich, aber ist sie denn noch mit Luca zusammen? Aktuell nicht. Darf ich dir einen Tipp geben?
Bitte, gerne. Sei ehrlich zu ihr. Sag, was du fühlst, red mit ihr. Lad sie zum Essen ein. Und also, wenn es nach mir geht, also ich meine gesehen zu haben, dass dieses Knistern nicht nur von deiner Seite aus ist. Meinst du echt? Mhm. Und ich in meiner Vergangenheit habe immer das Gespräch gesucht und bin damit ganz gut gefahren, deswegen kann ich dir den Tipp nur geben. Und mach's am besten, bevor der Luca irgendwie da noch auf den Zug aufspringt. Der ist nämlich meiner Meinung nach ein echter Lori. Vielleicht hat Sam ja recht und ich sollte mit Cleo einfach offen über meine Gefühle sprechen. Ich hoffe nur, damit mache ich nicht alles wieder kaputt, jetzt wo gerade alles so cool zwischen uns ist. Hey Cleo, sag mal, hättest du mal eine Minute für mich? Ich würde da gern was mit dir besprechen. Nein. Also sehe ich irgendwie aus, als hätte ich Bock auf dich. Ich wüsste auch nicht, was wir beide zu bereden hätten, also Entschuldigung. Nee, warte mal, ganz kurz. Ich bitte drum, bitte. Nur eine Minute, ist auch ganz kurz, es geht nämlich um Luca. Und wegen der Sache neulich, also erstmal, du weißt ganz genau, dass Luca und ich befreundet sind. Nur tolle Freundschaft. Nur befreundet. Und ich merke halt, dass es ihm extrem scheiße geht. Er leidet unnormal unter eurer Trennung. Und das war einfach alles ein Missverständnis, hätte gar nicht so weit kommen sollen. Guck mal, an dem Tag, als du mich bei Luca gesehen hast, ne? Es sah, ich weiß, es sah wirklich danach aus, aber es war nicht so. Es war nämlich so, dass er mich eingeladen hat, damit wir beide was für dich vorbereiten. Da du ja deinen Führerschein bestanden hast, richtig? Und als wir dann alles vorbereitet haben, habe ich mir mein T-Shirt versehentlich dreckig gemacht. Bin daraufhin ins Bad, wollte es sauber machen mit Wasser. Und mein T-Shirt war ja dann im Nachhinein trotzdem wieder nass. Und dann dachte ich mir so, ganz ehrlich, Luca, dann leih ich mir einfach ein T-Shirt von ihm aus. Bin dann in Unterwäsche da raus und dann standest du da. War echt eine blöde Situation. Es hätte gar nicht so weit kommen sollen. Aber Fakt ist einfach, es war nicht so. Wir hatten nichts miteinander. Okay? Ja, stimmt. Jetzt, wenn du das irgendwie so erklärst, macht's richtig Sinn. Genau. Ja, nee, sorry. Also, sehe ich irgendwie so dumm aus, dass du, also, was ist denn mit dir? Mal ernsthaft, jetzt schickt Luca dich ja auch noch vor. Wenn das wirklich so gewesen wäre, dann hätte er mir das ja auch schon am Freitag erklären können, ne? War aber nicht so. Also, für wie dämlich haltet ihr mich eigentlich mal ernsthaft? Nein, 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 nein. Pass mal auf, Luca hat mich nicht geschickt. Ich bin von selbst ausgekommen, weil ich dir und Luca mal was Gutes tun wollte. So. Guck mal. Weil du so nett bist. Stimmt, ja, Fakt ist einfach, er leidet extremst. Und ich will einfach nur, dass du das verstehst. Ach so, Luca leidet. Ja. Oh, das tut mir aber leid. Warte mal. Hat irgendwer mal gefragt, wie es mir so die letzten Wochen ging wegen Luca? Als er mich von A bis Z verarscht hat mit seiner ganzen Drogenkacke und so? Nee, ne, hat auch niemand interessiert. Also, reicht mir. Oh, danke. Lass mich einfach Ruhe. Hey. Sam. Hast du schon mit ihr geredet? Nee, noch nicht. Aber ich suche sie gerade und ich denke, ich werde es tun. Ich hab mir ja alles, was du gesagt hast, immer durch den Kopf gehen lassen und es ist wahrscheinlich besser, wenn ich es einfach mal versuche. Das finde ich super. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Toi, toi, toi. Und danke. Ja, wir sehen uns dann gleich bei der Abendprobe. Ich denke auch. Guten Tag. Neuigkeiten. Ich hoffe auch. Bis später. Bis später. Kannst du mir bitte erklären, was für Scheiße soll? Warum schickst du es mir an? Wirklich, als ob ich so dämlich bin. Wie dumm haltet ihr mich bitte? Dass ich euch das abkaufe, dass ich das irgendwie glaube, was sie da erzählt. So, wollt ihr mich verarschen? Mann, Baby, es tut mir leid, was ich dir alles angetan habe. Ich wollte das doch alles nicht, aber ich musste es doch. Ich musste es wirklich probieren. Ich würde auch ganz andere Geschütze auffahren, um dich irgendwie wieder umzustimmen und dich bei mir zu haben. Ich brauche dich, Mann. Du bist einfach das Beste in meinem Leben und genau, keine Ahnung, vielleicht kann ich damit ja nicht umgehen, weil ich das einfach nicht gewohnt bin. Ich komme halt aus Scheißverhältnissen und bin so jemand Besonderes wie dich einfach nicht gewohnt. Und deswegen versaue ich das immer und baue ständig und immer wieder. Mist, Mann. Und es tut mir doch einfach wirklich unendlich leid. Du bist die wichtigste Person und ohne dich komme ich einfach nicht klar. Ich habe einfach Angst, dich zu verlieren und ohne dich bin ich auch verloren. Kannst du mir nicht bitte irgendwie noch eine letzte Chance geben? Bitte, bitte, bitte. Ey, Luca, was soll ich dir dazu sagen? Keine Ahnung, du weißt du, wie du mich verletzt hast? Ja, genau, und das wird niemals mehr vorkommen. Ich hab doch aus meinen Fehlern gelernt. Denkst du, ich würde so einen Scheiß nicht nochmal machen? Bitte, eine letzte Chance. Verzeih mir. Ey,
ohne Spaß, wenn du mich noch einmal irgendwie verarschen, verletzen oder sonst irgendwas in der Art auch nur solltest. Nein, es wird nie wieder vorkommen. Ich verspreche es dir. Ja? Bitte, eine letzte Chance. Ja, keine Ahnung, wie kann man denn da noch Nein sagen? Ich meine, ich liebe dich ja auch und weiß nicht, wenn... Wie kann Cleo sich denn wieder auf Luca einlassen? Ich dachte wirklich, zwischen uns da wäre mehr, aber scheinbar habe ich mich wieder mal getäuscht. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurze Pause. Was ist los mit dir? Das hat auch so gut geklappt vorhin bei der Probe. Brauchst du eine Pause oder so? Brauch mal einen Moment, ja. Ich geh mal kurz mit raus. Ja, dann kommen wir gerne mal hier raus. Oskar, was zur Hölle hast du? Was ist dein Problem? Du bist die ganze Zeit schon so komisch. Hallo, kannst du mal mit mir reden? Mein Problem ist, dass ich eben gesehen habe, dass du dich mit Luca wieder vertragen hast. Wo ich mich frage, was soll die Scheiße? Hast du vergessen, was er mit dir gemacht hat? Wieso gibst du dir überhaupt noch eine Chance? Wie kannst du dir überhaupt wieder vertrauen? Der Typ hat dich belogen und verarscht und betrogen und was nicht alle. Er hat dich verarscht, er hat mich verarscht und er wird sich nicht für dich ändern. Checkst du das? Der hat größtenteils hinter diesem Drogenscheiß gesteckt. Ja, jetzt fahr ich doch erst mal wieder runter. Ich verstehe ja, dass du dir Sorgen machst, aber es ist doch trotzdem meine Entscheidung, wem ich noch eine Chance gebe und wem nicht. Und ich finde einfach, dass er ein guter Mensch ist und warum dann nicht? Es ist doch nicht dein Cleo, Problem. Cleo, du rennst in dein Unglück. Checkst du das? Ja. Der wird sich für keinen ändern. Okay, dann ist es deine Ansicht, aber... Ich habe das Gefühl, dass ich ihm helfen kann und ich glaube auch, dass er meine Hilfe braucht. Und wie gesagt, ich finde, dass er im Herzen ein guter Mensch ist. Und das ist halt meine Ansicht. Ja, der ist so ein guter Mensch. Ich check nicht, wie man dem vertrauen kann. Ich meine, das ist Luca. Das größte Arschloch auf dieser ganzen Schule. Ja, aber wenn du meinst, du brauchst das, dann renn in dein Verderben. Aber komm ja nicht wieder bei mir angekrochen und hol dich bei mir aus, wenn Luca wieder irgendeine Scheiße gebaut hat oder eine andere gebumst hat. Feierabend! Wir brechen die Scheiße jetzt hier ab, die Kanone nicht weitermachen, ich bin raus, ich hab keinen Bock mehr. Wenn ihr Ersatz für mich braucht, dann bitte, fragt doch Luca, das ist so ein guter Mensch, der macht das mit Sicherheit besser, als ich es hier könnte. Was soll das denn jetzt? Ich hätte echt nicht gedacht, dass Cleo so dumm ist. Warum verzeiht die Luca? Ich dachte echt, die hätt's gecheckt, aber er wird sie nur wieder verarschen. Warum versteht die das denn nicht? Auf jeden Fall kann ich sie jetzt erstmal nicht mehr sehen. So ein Arschloch. Meinst du mich zufälligerweise? Ja, ich meine dich. Ja, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Pass mal auf, ja. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, Cleo um den Finger zu wickeln. Aber du bist das Allerletzte und ich weiß, dass du sie nur verarscht. Also, ich weiß zwar nicht, was du meinst, aber Cleo liebt mich und ich liebe Cleo. So ist das halt in der Beziehung. Man macht Fehler und ja, die verzeiht man sich. Ich verstehe aber gar nicht dein Problem, was man daran auch nicht versteht. Ja, ich habe Mist gebaut, okay. Aber ich habe ja versprochen, dass ich mich ändere. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du Cleo jemals geliebt hast. Mhm. Du wirst sie ausnutzen, belügen und betrügen, so wie du jeden ausnutzt. Jeden Menschen in deinem Leben verarscht. Guck mal, ich sag mal eins, ne? Im Krieg und in der Liebe ist doch alles erlaubt, oder nicht? Ich kann ja nichts dafür, dass Cleo nicht auf dich steht. Um es auch irgendwie, ja, nett zu formulieren. Kann ich auch nichts dafür, dass du so ein Loser bist, so, keine Ahnung, niemand auf dich steht, dich jeder abblitzen lässt oder, hey, erst recht gar nicht an sich ranlässt. Was? Du bist es eigentlich gar nicht wert, dass ich dir aufs Maul haue. Du bist das größte Arschloch, das ich kenne, weißt du das? Okay. Damals, als ich dich kennengelernt habe, wusste ich, du bist der widerlichste Mensch überhaupt. Aber jetzt hast du den Bogen überspannt. Ja, gereicht. Krieg ich mit, dass du Cleo auch nur ein einziges Haar krümmst oder irgendein krummes Ding hinter dem Rücken abziehst, werde ich dich auffliegen lassen. Ich mach dich fertig. Okay. Und dieses Arschloch war vor 2 Wochen noch mein Freund. Ich Trottel. Ich hasse diesen Typen so sehr. Ich wünschte, ich könnte ihm ein für alle Mal das Handwerk legen. Ich hoffe nur, dass Cleo einfach schnell checkt, dass der Typ ein Arschloch ist und sich für keinen der Welt ändern wird. Köln 50667 gibt es natürlich nicht nur auf YouTube, sondern ihr könnt die ganze Folge immer von montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTL 2 sehen.
Wir sind viel gefahren, Mann. Warum springt die Karre denn jetzt nicht an? Die Frau, was du suchst, die ist weg. Auch mit dem Bus. Die ist weg. Das heißt, die war eben noch hier? Ja, die war gerade hier. Jetzt, halt!